Was hast du? Das hast du richtig gehört, Joe. Das hab ich richtig gehört? Ja. Du fängst doch gleich eine Backpfeife ein. Also, nein! Ey, bring deinen Bruder hier raus. Lass mich, dann reiß ich ihm die Schädel runter. Ich gehe alleine raus. Hast mich richtig verstanden? Tut mir leid. Ja. Ich brauch diese Werkstatt gar nicht. Ja, ja! Ja, Mann, ich hoffe, es geht dir gut, Mann. Tut mir voll leid, was gestern abging und so. Ja, aber ich komme dich auf jeden Fall besuchen, okay? Ja, okay, aber ich muss jetzt auflegen. Bis dann. Na, kommen wir auch schon? Hi, guten Tag. Was soll die Aktion gestern? Was schickst du mich da in die Walachei? Hm? In die Walachei? Ja, ich kam mir echt verarscht vor. Und dann bitte, was sind hier laut um Mopedteile? Ach so. Wie, ach so, was, ach so. Wie du kamst dich verarscht vor? Die haben dich nur aus Scheißteilen gebracht, oder wie? Siehst du schon irgendwas hinter meinem Rücken ab? Was soll ich denn? Was ist gestern gelaufen? Was gestern gelaufen ist? Ja. Gar nichts. Mach mich hier den Ahnungslosen hin. Joe, was meinst du denn, Mann? Ich hab nur das gesagt, was mir am Telefon befolgt wurde. Ah, das, all das. Mhm. Und hier? Was meinst du? Ja. Die Teile, die durch Zauberhand hierher gekommen oder was? Ach, die Moped-Teile. Ach, die! Mann, mach dir mal um die Moped-Teile keinen Kopf, Joe. Ich hab die aus dem Internet bestellt, die wollten ein bisschen üben. Und vielleicht verkaufe ich die wieder weiter. Nino, wenn ich die auf Vordermann bringe. Nino, eins sag ich dir. Wenn du hier hinter meinem Rücken irgendwie Mopeds frisierst oder irgendwelche Roller, dann brennt dir die Luft. Joe, ich weiß das, aber pass mal auf. Klar habe ich am Anfang Scheiße gebaut und so weiter und so fort. Aber meinst du allen Ernstes, ich würde wieder Scheiße bauen, um aus der Werkstatt zu fliegen? Ich... Niemals, Mann. Ich meine, es ist ja schön, dass du mir eine Chance gegeben hast. Und die Chance will ich auch nutzen, weiterhin. Kleinen Moment. Ja? Also mach dir bitte keinen Kopf. Alter, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich aus dieser Nummer noch mal rauskomme. Ich will den Job hier echt nicht verlieren. Im Internet? Im Internet. Na, guck mal, Joe. Was denn? Was ich in kürzester Zeit hingekriegt habe. Sieht aus wie neu, wa? Na gut, du warst relativ schnell, das muss man sagen, aber da geht noch ein bisschen was, ja? In. Ja? Ach so. Das ist komplett sauer, machst du holen. Sonst nimmst du ganz feines Schleifpapier und machst dann auch innen nochmal lang. Ja. Krieg ich hin. Kriegst du hin. Denke ich auch. Boah, ich glaube, Joe hat sich ein bisschen beruhigt, aber ich sollte in den nächsten Tagen 150% geben. Hallo, Polizei Berlin. Was ist jetzt los? Schönen Tag. Sind Sie Herr Müller? Ja, das bin ich. Ah, Herr Müller. Was kann ich für Sie tun? Mit Ihnen möchten wir gerne mal sprechen. Ja. Ja, gegen Sie wurde Anzeige erstattet. Ja, es fand da ein illegales Motorradrennen statt. Okay. Ja, wobei ein 16-Jähriger schwer verletzt wurde. Ja, gut, aber damit habe ich ja nichts zu tun. Wie kommt es jetzt zu der Anzeige? Wer hat mich denn angezeigt? Ja, die Eltern des Schwerverletzten. Also okay. Er hat denen mitgeteilt, dass der Roller, mit dem er gefahren ist, dass er hier in dieser Werkstatt frisiert wurde. Das kann doch gar nicht sein. Ich meine, das sind ja schon heftige Anschuldigungen. Ich, wie gesagt, ich habe damit nichts zu tun, aber ich würde trotzdem meinen Anwalt zu Rate ziehen. Ja, ich muss Sie sowieso belehren. Ja, Sie sind ja beschuldigt am Strafverfahren jetzt. Ja, das heißt, Sie müssen sich dazu nicht äußern, sich nicht selbst belasten. Und Sie können jederzeit einen Anwalt hinzuziehen, ja? Das ist Ihr gutes Recht. Okay, dann rufe ich den erstmal an. Okay. Ja, alles klar. Was machst du denn? Ich muss mal wissen. Wir würden uns dann gerne mal hier umsehen. Ja, machen Sie. Wir haben nichts zu verbergen, okay. Ja. Kommen Sie mal her, bitte. Ja. Haben Sie irgendwas gesehen? Zu dem, was ich den Herrn Möller gerade mitgeteilt habe? Nein, ich habe gar nichts gesehen. Okay, Sie haben hier keine Motorroller rumstehen sehen, irgendwelche Ersatzteile? Nein. Okay, sind Sie sicher? Ich bin mir sicher. Gut. Ja, wenn nicht, dann müssen Sie hier die Wahrheit sagen, ja? Nein, ich weiß. Okay. Gut, wir würden uns hier mal umsehen. Bleiben Sie in der Nähe, falls ich irgendwelche Fragen habe an Sie. Mhm. Ja? Alles klar. Die Scheiße. Ich fasse es nicht, dass Hacker mich bei seinen Eltern verpfiffen hat, Mann. Aber was ich mich dann frage, ist, warum die Joe zeigen und nicht mich. Joe wird mich umbringen, Mann. Strecke das! Ja. Alles klar. Ebenso. Danke. Tschüss. Deswegen hast du mich gestern weggelockt, ja? Aus dem Grund, um so einen Scheißroller zu frisieren.
Und dieses Genie von Fahrer macht gleich einen Unfall damit und kommt ins Krankenhaus. Toll! Joe, ich kann nicht. Was willst du? Was willst du mir erklären? Du weißt doch, was jetzt kommt. Du frisierst hier in meiner Werkstatt Roller, Mann! Denkst du nach oder was? Nach der ganzen Scheiße, die du hier schon fabriziert hast, gebe ich dir noch eine Chance. Hab Vertrauen zu dir, ja? Und was machst du? Du legst da eine Schippe drauf. Holst mir noch die Bullen ins Haus. Ey, Junge, weißt du, was für mich dranhängt? Und heute Morgen, dann lügst du mir noch Kacke dreist ins Gesicht. Ey, ich muss raus, sonst tue ich dir was an. Steh der Scheiße hier rum, Mann! Räum die Bude auf! Idioten! Ganz große Klasse, Digga. Kannst du vielleicht mit ihm reden, Mann? Ist das gerade dein fucking Ernst, Alter? Was soll ich noch mit Joe reden, Alter? Er hätte doch schon alles gesagt, Mann. Du baust nur Scheiße. Nur. Und du wirst ja jetzt alleine durch müssen. Du hast keinen, der irgendwie helfen kann. Ja, dann muss ich mit ihm selbst reden, Mann. Digga, ich geb dir einen guten Rat. Lass ihn einfach in Ruhe. Mach keine Scheiße mehr und halt den Ball flach. Ey, ich kann echt froh sein, dass Joe mir keine reingehauen hat. Und ich hätte mich nicht mal beschweren können. Ey, ich hab echt krasse Scheiße gebaut, Mann. Ey, was meinst du denn, wann Joe wiederkommt? Keine Ahnung. Also, du hast mit dem Unfall von Haken nichts zu tun, hä? Was machst du auf einmal hier? Danny hat mich angerufen, weil er Angst hatte, dass Joe dir den Kopf abreißt. Was er aber nicht wusste, ist, dass ich das jetzt tue. Also, denkst du, du kannst mich verarschen? Erklär's mir, los. Mann, ich wollte nur einem Kumpel einen Gefallen tun, okay? Wollte noch einen Kumpel gefallen. Joe, ey, mir tut das alles voll leid, Mann. Ich wollte nicht, dass die Bullen auftauchen und wegen dem Umfeld. Ja, du brauchst mir nichts erklären. Packst einfach deine Sachen, nimmst dein Zeug und verpiss dich. Du bist sowas von gefeuert. Das kannst du nicht mit mir machen. Doch, nicht klar kann ich das. Nein, bitte. Joe, ich mach's wieder gut, okay? Ey, ich schwör's dir, Mann, ich baue keine Scheiße mehr. Ich reiß mich ab jetzt zusammen. Ja, du schwörst es mir. So wie gestern, wo du mich in die Pampa geschickt hast, ja? Ohne Grund, ohne alles. Hast du mich angelogen, dreist. Und jetzt tust du es schon wieder. Sag am besten gar nichts mehr. Weißt du, was du auch machst? Du gehst zu den Bullen und klärst die Situation auf. Hast du verstanden? Ich und die Werkstatt, ich nehme das nicht auf meine Kappe. Das klärst du. Sag doch auch mal was, Mann. Ich werde dazu gar nichts sagen. Du hast dir das selber eingebrockt und du wirst jetzt dazu stehen. Du übernimmst jetzt Verantwortung. Ich bin auf Joes Seite. Na, wenn das so ist, dann nehme ich gar nichts auf meine Kappe. Ja. Was hast du? Das hast du richtig gehört, Joe. Das hab ich richtig gehört? Ja. Du fängst doch gleich eine Backpfeife ein. Also, nein! Ey, bring deinen Bruder hier raus. Lass mich reiß ich ihm die Schädel runter. Ich gehe alleine raus. Hast mich richtig verstanden? Tut mir leid. Ja. Ich brauch diese Werkstatt gar nicht. Ja. Was ändert es jetzt, wenn ich zu den Bullen gehe, ha? Ist doch eh schon alles im Arsch, Mann. Joe wird mir keine Chance mehr geben, nie im Leben. Und bei Dean habe ich jetzt anscheinend auch komplett verkackt. Dean, komm, jetzt sag doch mal endlich was. Ich halte diese Stille nicht mehr aus, Mann. Ich weiß, ich habe Scheiße gebaut, okay, aber... Aber nix aber, Nino. Du hast nicht nur Scheiße gebaut, du hast große Scheiße gebaut. Ja. Ist dir eigentlich klar, wie sehr ich mir meinen Arsch aufgerissen habe, um dir den Job bei Joe zu verschaffen? Und was machst du an deinem ersten Arbeitstag? Verkaufst irgendwelche Teile. Und jetzt? Jetzt frisierst du Roller für irgendjemanden und das noch illegal. Ich kann das nicht nachvollziehen. Nach allem, was ich für dich gemacht habe. Weißt du? Ich verstehe nicht, warum du das machst. Kannst du nicht einfach wie ein normaler Jugendlicher sein, Fußball spielen, zur Schule gehen, mit Frauen rummachen? Nein, das kann ich nicht. Siehst du doch. Aber weißt du, ich weiß, was ich für Fehler gemacht habe und ich sehe sie auch ein, okay? Aber danke, dass du es mir auch noch mal bestätigst. Nino, rede ich mit der Wand oder? Du verstehst gar nichts. Und das Allerschlimmste bei der ganzen Sache ist Scheiß drauf, vergessen wir. Aber wie gesagt, nach allem, was ich für dich gemacht habe, und ich war da, nonstop. Ich hab dir immer geholfen. Und was machst du? Du scheißt darauf. Du lügst mir gestern Abend einfach eiskalt ins Gesicht. Du hast mir in die Augen geschaut und du hast mich angelogen. Sowas macht man nicht unter Brüdern. Und ich hatte keinen Bruder. Ich hab jetzt einen Bruder. Und ich weiß das. Weißt du das? Du weißt das nicht.
Also erklär's mir. Erklär mir, warum du das alles machst. Warum belügst du jeden? Warum machst du diese Scheiße? Los, schau mich an. Warum machst du das? Erklär's mir. Komm. Nino, erklär's mir. Ich will's verstehen, ich muss es verstehen, weil sonst dreh ich durch. Weißt du, wieso lässt du mich einfach nicht in Ruhe, wenn ich schon so scheiße für dich bin oder so ein scheiß Bruder für dich bin, hä? Dann lass mich doch einfach in Ruhe, Mann. Denn ich will doch das Scheißkind aus dem Block. Nino hin, Nino her. Nino lügt jeden an, Nino scheiße, aber du weißt gar nicht, was bei mir abgeht. Du hast nie nachgefragt, wie ich denke oder wie ich fühle. Frag das doch erstmal. Lass mich einfach in Ruhe. Die sollen mich einfach alle in Ruhe lassen. Ich meine, ich kann doch jetzt nicht denen erzählen, was ich sonst noch so mit Boris am Laufen habe. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin voll im Arsch, Mann. Hier bist du. Hey. Also, John mit einem Fake-Auftrag in die Pampa zu schicken, war nicht dein klügster Move. Das weißt du selber, oder? Nein, das ist... Guck mal. Es war nicht meine Absicht, dich zu verletzen oder dich fertig zu machen. Ich verlange einfach nur von dir, dass du, wenn du Probleme hast, zu mir kommst. Egal, um was es geht. Um Kohle, um... Egal was. Ich kann dir helfen. Ja, aber... Schau mal, Dean. Du sagst, ich soll zu dir kommen, wenn ich Probleme habe. Aber schau mal... Hey, du lebst mein Traumleben, Mann. Weißt du... Du wohnst in einer geilen Wohnung, einem coolen Bezirk, du hast geile Freunde, hast einen coolen Job, hast Kohle, eine heiße Freundin. Und ich lebe hier in dieser Plattenwohnung, Mann. Ich will hier am liebsten raus, aber verstehst du, glaubst du ernst, allen Ernstes, ich will später sowas machen wie meine Mutter, schuften zwei Jobs, um mich überhaupt über Wasser zu halten? Ich will auch so leben wie du, Mann. Ich will auch ein geiles Leben. Nino, aber das ist das Leben. Das ist kein Wunschkonzert. Glaubst du, mir ist das alles in den Schoß gefallen? Nein, ich bin genauso wie du in der Platte aufgewachsen. Musste mich um meine Mutter und um meine kleinen Schwestern kümmern. Und das war mega schwer. Und irgendwann war mir alles scheißegal. Und ich habe mal Scheiße gebaut. Aber dann habe ich meinen Kopf eingeschaltet und begriffen, dass ich was machen muss. Damit es mir besser geht. Und mehr verlange ich nicht von dir. Weil du bist mein Bruder. Du kannst es schaffen. Du bist ein kluger Mensch. Ein kluger Junge. Verstehst du? Versprech mir einfach nur, dass du keinen Scheiß baust. Nicht mehr. Und dass du zur Polizei gehst. Dafür sorgst, dass Joe keine Schwierigkeiten kriegt. Weil das ist ein guter Mensch. Der hat das nicht verdient. Ich versprech's. Hoch und heilig, Mann. Du kriegst das hin. Ist jetzt alles schön und gut, dass ich die Sache mit Dean geklärt habe. Aber ich habe immer noch dasselbe Problem, nämlich Boris. Ich muss mir schnell was einfallen lassen. Die Kohle muss her. Was für ein scheiß Tag, ey. Hakan liegt im Krankenhaus, Job verloren. Bald habe ich die Polizei am Hals und bin pleite. Jo, Nino. Wart mal. Bist du mir aus dem Weg oder was los, Mann? Ich versuche dich den ganzen Tag zu erreichen. Wo warst du, Alter? Warum soll ich dir aus dem Weg gehen, Boris? Bro. Bro, was ist das für eine Frage, Mann? Du schuldest mir noch 1050, kannst dich daran erinnern? Für die Sachen machen, Sachen, die wir gemacht haben mit den Handys. Digga, du hast doch einen auf Mathe-Genie gemacht, Mann. Das sind 200. Das ist nicht mal die Hälfte, Alter. Weißt du, Bro, das Ding ist, ich gebe den Leuten die Sachen, weil sie Hilfe brauchen. Weißt du was, Mann? Die brauchen Geld, Alter. Ich streck das denen vor und sie verarschen mich. Genau wie du, Bro. Wann krieg ich mein Geld, Digga? Weil ich feier sowas nicht, Mann. Ich hab dir das aus Herz gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja, du kriegst dein Geld wieder, Boris, wenn ich das Scheißgeld hab. Okay? Es ändert sich nichts dran. Es kommt nicht schneller, wenn du jeden Tag mir auf die Eier gehst und mich fragst, wann dein Geld da ist, Mann. Das nervt. Okay, also willst du auf deine Scheißkohle warten oder willst du dir die Scheißkohle sonst wohin stecken? Denn mir ist es scheißegal, ob du mir jetzt eine reinhaust. Wenn du willst, mach das. Aber es ändert sich nichts dran. Du kriegst die Kohle nicht schneller, Mann. Ja, okay, Bro. Das war meine Ansage. Weißt du was? Ich sehe an deinem Gesicht, du hast echt einen scheiß Tag gehabt. Und ich hatte einen geilen Tag. Deswegen, ich gönn dir nochmal Aufschub, okay? Aber gönn mir bitte das Geld, weil ich brauche es auch. Und du weißt, so macht man nicht Geschäfte, Alter. Weil sonst zahlt man sofort, okay? Deswegen kriegst du nochmal einen kleinen Aufschub. Aber Bro, meld du dich bei mir und ich bei dir, Alter. Ich fuck mich jedes Mal ab, Mann. Mir war alles einfach scheißegal gerade. Wundert mich bloß, dass Boris mir nicht direkt den Arsch aufgerissen hat. Aber egal. Viel wichtiger ist, ich brauche die Kohle.
Du bist einfach das allerletzte Arschloch, Basti. Das bist du. Du hast gar keine Ahnung, was Mandy und ich für eine Verbindung haben, okay? Stimmt es, dass du Gefühle für Basti hast? Patrice hat gesagt, dass er zurück nach Kamerun möchte. Er kann nicht zurück nach Kamerun. Das ist einfach viel zu gefährlich. Hey, halt deine Fresse! Ich würde niemals eine Frau schlagen, aber dich. Einfacher, schöner Sex, der echt gut funktioniert und alles ohne Drama. Wir sind kein Paar. Wir sind ein Paar. Nein. Sind wir nicht? Mila, beruhig dich mal. Das ist Date-Scheiße hier, okay? Was? Hilfe, ich bin hier angekettet und ich komme nicht mehr alleine raus. Wo hab ich? Ich wollte was Neues ausprobieren, aber das interessiert dich ja einen Scheißdreck. Ärger im Paradies? Vielleicht habe ich was für dich. Oh Gott, was? Das hilft zumindest mir beim Frust.